Einen wunderschönen Freitag ab 1 am 1.7., dem 1. Juli 2011. Wissen Sie, was ein Bufdi ist? Ein Bufdi ist ein Bundesfreiwilligendienstleistender. Ab heute gibt es den Bundesfreiwilligendienst, weil ab heute gibt es keine Wehrpflicht mehr. Offiziell. Sie ist ausgesetzt und damit ist auch der Zivildienst am Ende. Was haben wir für eine Situation? Wir haben die, dass noch nicht so richtig klar ist, wie das alles weitergehen soll und hoffentlich über den Sommer ganz viele Leute erfahren, wie das alles gehen soll mit dem Bundesfreiwilligendienst, denn da sind leider noch sehr viele Fragen offen und auch da bemühe ich mich um Klärung. Wir haben natürlich gleichzeitig auch noch das freiwillige soziale Jahr und das freiwillige ökologische Jahr, aber der Bundesfreiwilligendienst will noch nicht so richtig, wie er soll. Mal gucken, ob das noch klappt. Ab heute soll es ihn geben. Was es seit gestern nicht mehr geben soll, ist eine Zukunft für die Atomenergie in Deutschland. Der Bundestag hat gestern abgestimmt über den Atomausstieg und die Energiewende und das ist überraschenderweise auch alles angenommen worden. Auch die Grünen sind für den Atomausstieg der Bundesregierung. Wogegen sie allerdings sind, ist, das unumkehrbar zu machen. Die Fraktion Die Linke hat einen Auftrag gegeben an den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, mal rauszukriegen, was denn die einzige wirklich sinnvolle Option wäre, um den Atomausstieg unumkehrbar zu machen. Und das Ergebnis schreibt es ins Grundgesetz. Das hatten wir auch beantragt, also Atomausstieg ins Grundgesetz und auch für immer drin behalten. Was haben die Grünen gemacht? Abgelehnt! Die Grünen haben abgelehnt, den Atomausstieg ins Grundgesetz zu nehmen. Das muss man nicht verstehen. Ich versuche das zu verarbeiten in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute.